Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und ja, wir waren hier beim letzten Mal. In der letzten Folge haben wir hier die ganze Karte erkundet. Und ja, wir sehen wirklich alles. Und wir waren dabei, hier auf der Insel Elba, uns hier vorzubereiten für den finalen Angriff. Würde ich sagen, das könnte eigentlich sogar schon reichen. Es könnte schon reichen. Zumindest für diese, um die Sammler platt zu machen. Ziel wählen. So. Aber erstmal nochmal so eine andere Sache. Nimm diese Mannequin und mach mal das Schiff da platt. Jawohl. Ach, verdammt. Feigling. Feigling. Verdammt. Blöder Feigling. Kommt ihr erstmal hier runter, bitte. Und draufschießen da, los. Nicht nur einer. Ach, verdammt. Das klappt nicht so gut. Schade, ich dachte, das könnte besser klappen. Aber gut, dem ist leider nicht so. So. Ja, Spionageflugzeuge sind jetzt natürlich sinnlos. Weil wir halt schon die ganze Karte sehen. Ja, das ist... Die wollen weiter die Mannequin platt machen, das ist okay. Gut, liebe Leute, wir brauchen auch noch U-Boote jede Menge. So, am besten noch so 6 Stück. Weil die Alliierten, die haben sehr viele Schiffe hier, wie ihr seht. Und das ist richtig eklig. Richtig eklig. Und schaut euch mal, was der hier alles in der Basis stehen hat, ey. Das ist echt nicht mehr feierlich. Die ganzen Spawner und alles, ja. Ich glaube, da reichen diese paar Einheiten nicht wirklich aus für. So, da haben wir jetzt 6 Kampfpanzer mehr schon. Würde ich sagen, bauen nochmal 3 Raketenwerfer. Aha, da versucht das nämlich. Schaut euch das an. Da versucht er echt angeschissen zu kommen noch. Gut. Leute, die können aber mal nach hier oben fahren und mal den Sammler platt machen. Ja. Und die sind einfach hier drauf fixiert. Das ist witzig. Und ja, Leute, da hoffe ich mal, dass es euch gut geht. Mir geht es wieder nach wie vor sehr gut hier. Und ja, Samstag Mittag. Was war das denn? Ah, da war eine Mine. Ah, cool. Samstag Mittag nach wie vor und jo. So, Verstärkung. Block mal hier ein bisschen ab, die Sachen hier. So, zack. Ah, geil. Gut, zack. Weg damit. Geil, Leute. Oh, so viele. Oh, Kanonenfutter. Schaut euch das an. So, liebe Leute. Jo. Jetzt kommt er nämlich mit allem, was er hat hier. So, Leute. Materialschlacht. So. Weg mit dem Scheiß. Vielleicht kommt die schöne Kirchenmucke hier. Gottes Segen und so. Und jetzt. Haha, Gottes Segen. Haben wir Gottes Segen? Ich glaube, wir haben Gottes Segen. Mach den Sammler platt. Genau. Ach du Scheiße, hat er viele Mannequin. Okay, einfach alle überfahren. Alle überfahren hier, los. Einfach rein, los. Oh, ja, genau. So, Leute, dann würde ich sagen, probieren wir diesen Radar platt zu machen. Und... der Bomber, der fliegt wieder über die ganze Basis. Ach, verdammt. Naja, das ist natürlich... Wenn er da überall Flachs stehen hat, ist das natürlich Kacke, ja. Aber wisst ihr was, bevor ich hier jetzt noch lange rumwarte, probiere ich das einfach. Ich meine, warum denn nicht? Ich meine, es sind nur die Alliierten, mein Gott. Das schaffen wir schon. So. Der hat ja auch alle seine Einheiten hier verloren, ne? Also deshalb, ja. Flugzeuge, kommt mal her, bitte. Mach diese Flachs weg. So. Oder ne, die können einfach auf den Bauhof. Ja. Die können auf den Bauhof ballern hier. Ach, verdammt. Ja gut, egal. Weg damit. So, weg damit, weg damit. Weg mit der Scheiße, los. Ah, zack, zack. So, zack. Oh, sehr gut, Leute. Da fängt die Folge schon wieder actionreich an hier.
indem wir hier am Anfang direkt die alliierte Basis auseinandernehmen. Ja, hat doch auch was. Hat doch definitiv auch was. So, zack. Weg damit. Weg mit dem Scheiß hier. Haha, geil. So. Das macht Bock. Das macht richtig Bock. Ich sage es euch. Jetzt mach mal diese Kacke hier weg. So. So, die Flak wegmachen und dann können die Flugzeuge die Raffinerie Flak machen. So, dann die 5 Manneken. Können hier diese Diebe Flak machen? Genau. So. Ich muss auch noch eine Jacke nachbauen. Na, das ist natürlich... Oh, überall kommen Manneken raus, ne? Das ist so bescheuert. Wirklich. Hä? Ah, ich habe sogar noch 4. Warum ist die eine da nicht mitgeflogen? Naja, egal. Gut. Egal. Leute, dann würde ich mal sagen, die U-Boote, die fahren mal hier hin, bitte. Und ihr könnt ja hier das Ding platt machen. Genau. Zack, weg. So. Dann haben wir die nämlich auch hier platt. So. Zack, Schiffe wegmachen da, los. Diese Schiffe da weg. So, der wehrt sich noch nicht mal. Also von daher... Zack. Ja, und ihr könnt damit hier drauf schießen dann. Aber der Raketenwerfer, schießt mal bitte da drauf, ja, ganz genau. Sehr gut, wir haben die Basis erledigt, Leute. Es ging dann am Ende doch schneller, als ich dachte. Jo. Wir müssen jetzt halt nur noch hier die ganzen Schiffe platt machen, ne? So, weg damit. Ach, Leute, mit den U-Booten jetzt wirklich einmal um die ganze Karte, das ist kacke. Das ist doch doof. Wirklich. Aber ja gut, wenn sie es so haben wollen, dann mache ich es halt. Das zieht das Ganze halt nur unnötig in die Länge, ne? Das ist, ja. So, die Einheiten, die ich hier noch habe, werde ich mal dahin packen. So. Mit den Yaks hiergegen, das macht keinen Sinn mit meinen Flugzeugen. Weil die ja Flak-Abwehr haben. Ne? Gut. U-Boote. Ihr seid das neue Team 2, weil die jetzt brauche ich nicht mehr. Einfach weiterfahren hier los. So. Ganz genau. Geht ihr mal bitte. Und mach mal diese Schiffe hier weg. Ihr nervt. Drecksdinger. Perfekt. Oh, mehr ist es dann ja tatsächlich nicht mehr. Geil. Okay, dann haben wir das. Sehr gut, wir haben Elba befreit, Leute. Gut, würde ich sagen, baue ich eben noch ein paar Silos, bevor er gleich wieder meckert, genau. So. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haben wir auch Mission 7 der Sowjets schon abgeschlossen. Ja, geht ganz schön schnell in dieser Kampagne. So. Jetzt wirklich nur noch hier. Ja, Raketenwerfer stelle ich mal dahin. Vielleicht kannst du sogar drauf schießen. Sehr gut. Vielleicht kann ich sogar mit den Raketenwerfern das Ding kaputt. Ach, ihr seid doch doof. Alter, seid ihr dumm. Wirklich? Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Ach Leute, ihr seid wirklich so blöd. Verdammt. Muss ich jetzt tatsächlich... Ach Leute, ihr seid doch blöd. Probier das mal mit dem Bomber hier. Mit diesen 5 Manneken mal hier oben hin oder keine Ahnung. Ey, das ist doch bescheuert jetzt. Leute, wirklich. Das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich echt noch U-Boote bauen, um diese Kack-Schiffe da oben wegzukriegen. Oh Mann. Okay, Leute, die Mission. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist bescheuert. Ja. Diese blöden Schiffe da oben, ey. Wirklich. Ich muss die irgendwie schneller platt kriegen, weil das ist ja echt Zeitverschwendung gerade. Diese 3 Zerstörer, ey. Mann, Mann, Mann. Nee. Keine Chance. Keine Chance, Leute. Ah, die bewegen sich. Sehr gut, die bewegen sich. Schon mal gut.
So. Oh nein, Raketenwerfer. Genau, dankeschön. Nett, dass du in meine Range kommst. Wie blöd die sind manchmal, ey. So, das muss dann jetzt reichen. U-Boote, kommt mal schnell hier hoch. Meine Güte, normalerweise wäre die Mission schon fertig, Leute. Aber ich muss wirklich hier diese Schiffe da platt kriegen. Wenn euch das zu langweilig ist, dann verstehe ich das natürlich und spurt ruhig vor. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich spannend, was wir hier sehen. Nicht so wirklich, nee. So. Na, seht ihr das? Die. Ja, keine Ahnung. Mann. Könnt ihr nicht irgendwie von hier unten oder so oben drauf schießen? Nee, schade, Leute. Nee, das ist. Ich muss echt auf die U-Boote warten. Und dann sind die auch noch so rasend schnell, ey. Das ist unfassbar. Kann ich denn hier nicht noch irgendwie die hier reinziehen oder so? Verstärkungen sind na toll. Ah, sehr gut. Dankeschön. Komm ruhig in die Range. Komm ruhig in die Range. Das ist ja cool. Cool gelaufen. So. Es gibt also auch Ablenkungsmanöver, hä? So, zack. Ja, kommt. Das wird jetzt aber klappen hier mit den U-Booten. Bitte. Verdammte Schiffe. Ich hänge schon seit 5 Minuten hier rum und haben keinen Fortschritt hier. Verdammt nochmal. Ihr kommt bitte hier oben hin. Aber da könnt ihr nochmal so eine U-Boot-Taktik hier sehen. So, wegmachen. Wegmachen mit den Scheiß da. So. Jetzt aber. Oh, Gott sei Dank. Okay, Leute, ihr könnt wieder einschalten. Gut, dann haben wir das Ding. Darauf mal einen kleinen Schluck Apollinaris. Ja, natürlich. Der Fallschirmbomber in dem Spiel hatte auch 20 Bomben. Nee, es waren nur 5, Leute. Naja, gut. So, dann haben wir auch diese Mission. Geil. Okay, Leute, endlich. Boah, 401, ey. Abschließen Insel Elba. Bonusgalerie freischalten. Alles klar. Wir marschieren weiter durch Europa. Schaut euch das an. Deutschland gehört uns. Oh mein Gott. Okay, Leute, aber erstmal, bevor wir in die nächste Mission reingehen, Mission 9, machen wir mal die Bonusgalerie kurz hier. Was haben wir denn hier, Leute? Mike gibt eine Vorführung für die Ewigkeit. Mike Leck stellt eine Demo bei einer Presseveranstaltung vor. Mike war ab 1986 Programmierer bei Westwood Studios und ist Mitbegründer und Präsident von Petroglyph Games. Außerdem war er als Programmierer maßgeblich an der Remastered-Version von C&C beteiligt. Dieser nette Computerfreak hier. Ach so, cool, manchmal so ein paar alte Sachen hier zu sehen. Das ist echt interessant. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja im Spiel auch weitermachen. Gut, liebe Leute, dann haben wir hier Mission 9 schon. Nordostfrankreich mit Informationsentzug. Würde ich sagen, springen wir einfach direkt mal da rein und direkt in die nächste Cutscene. Niemand darf hiervon erfahren. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Das sind Ihre Generäle. Aber mein Name fehlt auf dieser Liste. Seien Sie froh. Diese Männer werden zu Verrätern erklärt. Sie haben geplant, mich zu ermorden.
Sie finden, ich ruiniere Mütterchen Russland. Aber Sie haben immer zu mir gehalten. Als ich die Länder zurückeroberte, die uns die Europäer und Chinesen gestohlen hatten, waren Sie bei mir. Sie haben tapfer gekämpft, um meinen Traum zu verwirklichen. Darum erweise ich Ihnen jetzt diese Ehre. Todesurteile? Unterschreiben Sie. Beweisen Sie mir erneut Ihre Loyalität, indem Sie Russland von seinen Feinden befreien. Komisch. Stalin hat nichts über den LKW gesagt, den Gradenko im Stich gelassen hat. Mit Bauteilen des Eisernen Vorhangs? Ja. Wir müssen ihn wieder beschaffen. Ich bin sicher, Sie finden schon die richtige Behandlung für den Genossen Gradenko. Der Fahrerbord eines LKW wurde vom Gegner paralysiert, irgendwo hier. Die Alliierten haben den LKW gekapert und ihn zu einem Feldlager gebracht. Sie wollen ihn aus der Gefechtszone bringen, um seinen Inhalt gründlich zu untersuchen. Das können wir nicht zulassen. Aber wir können ihn auch nicht zurückerobern. Der Fahrerbord ist mit Sicherheit schon reprogrammiert. Lassen Sie den Wagen keinesfalls aus der Gefechtszone heraus. Ah ja, Leute. Okay. Also der Stalin, der lässt da einige Generäle... Ach nee, nicht diese Mission. Generäle platt machen. Liebe Leute. Und, jo. Verdammt. Oh ne, nicht diese Mission. Ich hasse diese Mission. Da kommt der Gegner hier einfach ohne Ende angeschissen kommt. Aber, jo, Leute. Ja, und wir haben gesehen auch, dass der Kukov und die Nadja anscheinend mehr wissen als der Gradenko. Das ist auch sehr interessant. Wie ich finde. Und, genau, Leute, willkommen in Mission 8 der Russen. Und wir haben hier zum ersten Mal Mammutpanzer. Schau ich hier an, Mammutpanzer. Oh mein Gott, Leute, wirklich. So, ja, in dieser Mission müssen wir uns erstmal verteidigen und einen Konvoi am Wegfahren hindern. Ich würde sagen, das sieht so geil aus. Oh, weil. Ja, gut. Ich würde sagen, ich werde diese Mission dieses Mal im Schnelldurchlauf machen. Weil es gibt hier wirklich einen Weg, um das Ganze echt abzukürzen. Und zwar, hier oben ist irgendwo die chinesische Basis. Und wir müssen da einfach nur diesen LKW platt machen. Und da würde ich sagen, so kann man diese Scheißmission, wie ich finde, wirklich sehr schnell erledigen. Finde ich gut. Und da würde ich sagen, dafür... ach, ich habe keine Waffenfabrik. Oh shit, ich habe keine Waffenfabrik. Dafür werde ich nämlich gleich die Flugfelder bauen. Zieh dir hier die Edelsteine los. Und dann da oben erforschen und dann... Ja, das Ding platt machen, aber es sei denn, das fährt weg, ne, weil dann ist blöd, dann haben wir nämlich verloren. Hier ist noch ein brauner Gegner, Leute. Der hat tatsächlich in dieser Mission auch was drauf, aber das soll uns nicht stören. So, ich glaube, dann brauche ich noch ein paar Energien. Aha, seht ihr das nämlich? Da sind nämlich diese Hubschrauber. So. Boah, scheiße. Die geht kaputt, ja. Die ist kaputt gegangen. Ah, verdammt. Mach die kaputt da!
Der will die Flaks kaputt machen. Ja, ich verstehe schon, Leute. Ich verstehe schon. Verdammter Penner. So, dann würde ich sagen, boah, die Tesla-Spule mal nach. Und verkauf mal diese Mauern hier. Die brauche ich nämlich nicht. So. Diese Mauern hier, die brauche ich nicht. Ganz genau. Warum sehe ich meine eigene Basis nicht? Das ist irgendwie geil gerade. So, am besten noch ein Sammler. Ja, wie gesagt, also diese Mission, die kann man halt sehr schnell beenden. Na, würde ich sagen, tun wir diesmal, indem ich jetzt einfach das Flugfeld baue. Und dann nur einfach direkt da oben scoute. Und Sammler, du gehst mal bitte hier unten hin, weil hier unten sind Edelsteine. Ganz genau. Ja, beziehungsweise ja doch hier hinten durch waren die, ne, oder? Wo waren die Edelsteine hier? So, hier waren irgendwo Edelsteine hier unten. So, liebe Leute. Ja, genau, seht ihr das? Hier unten sind die. Da sind die Edelsteine, die ich meinte. So, dann würde ich sagen... Ja, was brauche ich sonst noch? Pff, eigentlich nichts mehr, ne? Gut, dann werde ich hier mal mit einer Mauer bauen, Leute. Mit einer Mauer vor den Tesla-Spulen. Uiuiui, was macht er denn da? Zum Glück haben wir die Mammuts, ey. So, Leute, dann hier die Dinger auch verkaufen alle und weg damit. Da kommt er nämlich wieder angeschissen. Seht ihr? Da kommt er wieder angeschissen. So. Er versucht's wieder. Aber das kriegt er nicht hin hier. So. Alle kaputt machen. Los. Oh, genau, liebe Leute. So, der Moment ist da. Wir haben unseren Spionageflieger. Ich werde jetzt noch kurz auf die Fallschirmjäger warten. Oh Gott. Ja, das war klar. Das war klar. Und das war klar, dass er es in dem Moment wieder versucht. So, liebe Leute. Dann Energie, so. Lässt ihr mal meinen Sammler in Ruhe? So. So. Und du auch bitte. Hey, du Penner, du Schwein, wirklich. Und was will der jetzt hier? So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zack, 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 zack. So, liebe Leute. Flak nachbauen. So, weg mit dem Hubschrauber. Zack. Weitere Tesla-Spule bitte. Och, du Scheiße. Ja, die können ganz schön viel abziehen, die Teile. So, wir haben unseren Fallschirmjäger. Das heißt, Speicher Mission 8. Sowjets. Dann werde ich das jetzt nämlich ausprobieren. Das war hier irgendwo, Leute. Ich weiß es. War das hier? Ja, das war hier. Das war hier in der Nähe, Leute. So, da ist der LKW. Und das war's. Ja, Leute, das war's. So schnell kann man die Mission beenden. Ach, ist das geil. Nee, wie gesagt, wenn ihr die volle Mission sehen wollt, ich habe sie im Original Command & Conquer nachgespielt. Gespielt. So. Das war jetzt halt die abgekürzte Version. Ne? Ja, zwei Gebäude verloren. Das ist echt geil. Gut, Leute, weiter geht's. Mission 9. Oh Mann. So, Nordfrankreich gehört uns. Aber erstmal natürlich wie immer noch eine Bonusgalerie. So, Leute. Alles klar. Das hat sogar direkt geklappt, ey. Ist unglaublich. Joe Cushion im Büro. Auch nicht schlecht. Coole Socke. Gut. Leute. Ja, weiter geht's. Mission 10. Ach, wie schnell das geht, wirklich. So, es geht nach Ostfrankreich. Alles klar, da bin ich nochmal auf die Cutscene gespannt, liebe Leute. So. Beförderungen gehen in der Roten Armee mitunter recht schnell. Sammeln Sie weiterhin Siegestrophäen. Und die Zukunft gehört Ihnen. Einer unserer Konvois bewegt sich durch feindliches Gebiet.
Sie wurden abkommandiert, ihm auf seinem gefährlichen Weg Geleitschutz zu geben. Sorgen Sie dafür, dass die Wagen sicher am Ziel ankommen. Als Belohnung für Ihre treuen Dienste wird Ihnen eine große Ehre zuteil. Wir stellen Ihnen unsere neueste militärische Errungenschaft, den MiG-Jagdbomber, für diesen Einsatz zur Verfügung. Er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, größere alliierte Panzerverbände zu zerschmettern. Mit dieser MiG und Ihren üblichen Jagdflugzeugen sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, für die Sicherheit des Konvois zu sorgen. Ja, schreib hier noch über deine Medaille, ey, du Schmalzlocke, wirklich. Oh Mann. Ja, Leute, wir kriegen in dieser Mission das erste Mal die MiG zur Verfügung gestellt. Die MiG-Jagdbomber, oh mein Gott. Okay. Gut, da sind sie, Leute. Wir haben unsere MiG-Jagdbomber. Sehr, sehr gut. Und da haben wir jetzt hier den Konvoi. Sehr, sehr gut, Leute. Und ja, diese Mission hier, die ist auch recht schnell, muss ich sagen. Also, ist echt easy. So, die Panzer, die bleiben mal, die Trucks, die bleiben mal bitte da hinten. Oh shit. Ja, dann mach den halt kaputt. So. So. Die Trucks, die müssen nämlich erstmal hinten bleiben, tatsächlich. Und... bleibt ihr da? Truxy, bleibt mal bitte da hinten. Bleibt ihr bitte da hinten, verdammt. Gut. Egal, liebe Leute. Spionageflugzeug. Die brauchen wir hier, um uns hier weiter zu erkunden. Wie gesagt, der Kukov, ey, das ist ein bisschen arrogant, muss ich sagen. Aber, oh, schaut mal da, das ist... Okay, nimm dir mal eine Jacke und schieß mal da drauf, bitte. Ist das eine Flak? Das ist eine Flak gewesen. Gewesen, ja. So, liebe Leute, dann die Flugzeuge können wir bitte hier drauf ballern. Ja, da habt ihr mal die MiG gesehen, liebe Leute. Die Bomber da. Zack. Sehr, sehr gut. Und da würde ich sagen, holt euch mal die. Ernsthaft? Das Mannequin hat meinen Panzer weggenommen. Bleib du mal bitte da hinten. So. Um Himmels Willen. Nein, 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 nein. Ich glaube, diese Mission mache ich sogar noch jetzt, liebe Leute. Weil die ist nicht sehr groß, wie ihr seht. So. Dann macht ihr mal genauso. Und das Mannequin noch. Genau. Liebe Leute. Und genau, wir müssen den Konvoi hier einfach durchbringen. So, allerdings brauche ich dafür die Flieger wieder. So, und machen wir schneller. Mach schnell diesen Jeep kaputt. Ach, verdammt. Ja, gut. Bomber. Ah, nein, die Flak. So. Sehr gut. Alles klar, liebe Leute. Dann fahrt ihr einfach platt, die Mannequin. Einfach Wasser drüber gießen. So. So, sehr, sehr gut. Da sind noch mehr hier. Mannequin, ne? Ja, ganz viele Mannequin hat er hier. So, wie gesagt, die Folge ist gleich vorbei. Aber die Mission mache ich jetzt noch. Weil ich möchte nicht mittendrin in eine Mission reinkommen. So, Signalrakete. Verstärkungen, genau. Wir kriegen zwei Invasoren, Leute, aber die Invasoren, die werde ich nicht brauchen, tatsächlich. Macht ihr mal bitte diesen Turm da weg. Die MiG. Genau, und dann hier. Oh nein, das ist noch eine Flak. Verdammt. Gut, Leute, würde ich sagen. Kümmern wir uns mal da drum. Was macht das da? Kaputt da, die Sachen. So. So, zack. Sehr, sehr gut. Und hier noch. Ist noch ein Gummipanzer da unten. Was macht der denn? Ja, Leute, was ich mit den Invasoren soll hier, das weiß ich auch nicht, weil... gut, man kann theoretisch das jetzt hier einnehmen, aber... Pff. Oh Mann. Leute, bau mal Jax. Ach, Jax sag ich schon. MiG, genau. Gut. Jo, dann zack. Können die mal das Schiff da oben platt machen. Ach, verdammt. Ja, ja.
Spionageflieger. Mach die kaputt, diese Kacke. Da los. Ach, da kommt, glaube ich, gleich ein Timer, ne? Wenn ich das jetzt hier platt mache, da kommt ein Timer, glaube ich. Ich glaube schon. So, das hat er nämlich verkauft, das Gebäude. So, einmal Wasser drüber gießen. So. Dann macht ihr mal bitte den Schiff da kaputt. Und das Spionageflugzeug kann man bitte hier weitermachen. So, sehr, sehr cool. Das Schiff ist weg. Das ist schon mal sehr gut. Wo kommt denn jetzt der Turm her? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, wirklich. Gut. Mach immer bitte die Energie da platt. So. Ach, diese Flak. Scheiße. Diese Flak da, verdammt. Ja gut, dann... Verkauf doch alles. Meine Güte. Oh. Bitte was? Meine Panzer sind fast im Arsch, ey. Wirklich? Oh, das könnte knapp werden, tatsächlich. Das könnte tatsächlich knapp werden, Leute. Das ist unfassbar. Da war ich jetzt echt ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. So. Ja, ich glaube, da war ich ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Aber Moment, ich kann noch den Bauhof einnehmen, dann eine Werkstatt bauen. So, nimm mal den Bauhof ein, bitte, Invasoren. So. Ich kann noch eine Werkstatt bauen, ne, und meine Panzer reparieren. Ja, das mache ich, glaube ich, so. Macht ihr mal bitte diesen Zerstörer da unten platt. So, genau. Jetzt läuft nämlich ein Zeitcounter. Und jetzt hat er hier noch einen Turm gebaut am Ende. Ey, das ist ja unfassbar. Wirklich. Ich kann keine Werkstatt bauen. Ach, verdammt. Ja gut, dann... ja, muss ich das Ding leider verkaufen. Das ist halt so. Gut, Leute, dann habe ich eigentlich... Puh. Also das wird jetzt nochmal Nummer gleich, muss ich sagen. Ich kann noch eine MiG bauen. Was zur Hölle? So, meine Güte. So, dann habe ich nochmal ein Spionageflugzeug hier. Das könnte jetzt nämlich echt schwierig werden, muss ich sagen. Weil der hat jetzt hier noch die Sachen. Wir haben jetzt noch 11 Minuten. Keine Werkstatt zur Verfügung. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, liebe Leute. Das ist ja wohl nicht wahr. Die Panzer bleiben mal bitte da. Ja, Zeit läuft, ist okay, Typ. Da, den Turm da wegmachen. Gut. Okay, Leute, dann muss ich einfach mehr mit den Flugzeugen hier arbeiten. So im Schnelldurchlauf hier die Mission. Geil. Oh nein, ach. Dämlicher Turm. Wirklich. Wenn ich jetzt hier fehle, ne? Das wär's ja. Ja. Da ist noch so ein blödes Mannequin da. So, Leute. Dann mache ich das mal so. Mannequin, zieh mir das Feuer auf dich. Und Panzer, schieß den kaputt. So. Sehr, sehr gut, Leute. Wie geil, ich habe so einen Kampfpanzer. Das ist witzig. Das ist gerade echt lustig, das so zu spielen, ey, so schnell. So. Kommt ihr mal bitte mit. Die Mannequin mal bitte. Die MiGs können wir diesen Panzer wegmachen. Nein, nicht bewegen. Okay, gut. Die MiGs können wir bitte hier diesen Panzer wegmachen, ganz genau. Ach, verdammt. Hier wieder Google Maps angegangen. Oder okay, Google, ja. Ach, verdammt. So. So, liebe Leute, noch 10 Minuten. Ja, das ist jetzt ein bisschen unkonventionell, wie ich das hier mache. Aber es klappt. Es geht, wie ihr seht. Diese Mission kann man wirklich sehr schnell abschließen. Ja. So, liebe Leute. Ah, wie die geile Mucke hier. So. Alles klar. Dann mach mal bitte den Weg auf. Ach, verdammt.
Das Zeug da oben brauche ich gar nicht. Ich muss nur diesen Konvoi hier durchführen. So. Ja gut, dann machen wir diese Fässer da kaputt. Mache ich noch ein bisschen was kaputt hier. Und diesen Raketenwerfer da noch. Und dann kann ich die eigentlich schon hier... Ich sollte kaputt machen. So. Die mixen wir bitte. Genau, Leute. Dann haben wir das ja echt geschafft noch. 6 Minuten, ja. Boah. Und dann einfach nur hier durch. Und dann sollte es das gewesen sein tatsächlich. Ja. Wieder eine schnelle Mission. Liebe Leute. Wir müssen ja nicht alles platt machen. Genau, Leute. Das war's. Sehr gut. Ja. Bisschen unkonventionell. Ja, Leute, geile Cutscene. Bonusgalerie freischalten, Aufpasser. Hm? Diese Cutscene, Leute, die hat mich an diesen, immer an diesen, an den Orca erinnert aus dem Alarmstufe Rot. Tiberium-Konflikt-Teil. Oh mein Gott. Ach, wie geil, ey. Wir sind wirklich so schnell mit der Hauptkampagne durch. Ist unfassbar. Mission 11. Oh mein Gott. Nächste Woche. Okay, Leute, alles klar. Gut, dann gucke ich mir nochmal kurz hier die Bonusgalerie an. Jokushin isst Pizza auf einer Feier im Büro. Die Westwoods Feiertagsparty. Oh Mann, ja, die haben Spaß da, ich merke schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Mission 11, versunkene Kosten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.